Einen stark bewölkten guten Tag. Wir hoffen auch, Sie haben die Sonne im Herzen und ein Lachen auf den Lippen. Trotz des eher miesepetrigen Wetters begrüßen wir Sie recht herzlich im Namen der Ostdeutschen Eisenbahn auf unserer gemeinsamen Fahrt hier im Regionalexpress der Linie 2 von der Weltmetropole Cottbus auf an die Elbmetropole Wittenberge. Vorhang auf für Sebastian Fröschke. Der 33-jährige Zugbegleiter macht aus jeder Bahnfahrt eine Show. Weil die Standardansagen, die hören die Fahrgäste jeden Tag. Und irgendwann können sie die nicht mehr hören und ich schmücke das ein bisschen aus, damit ein bisschen Stimmung in den Alukasten ist, damit die Leute mal ein bisschen was zu lachen haben. Gütig, furchtbar, weitermachen. Wer bei ihm in den Zug steigt, bekommt zum Ticket auch immer ein kleines Unterhaltungsprogramm. Vorsicht mit dem Finger. Sebastian Fröschkes Lockerheit kommt an. Das ist immer so, ja. Und finden Sie das gut? Ja, er ist ein Unikat mit einem gewissen Wiedererkennungswert. Also ich lebe sonst in Berlin, da ist angesichts der Corona-Lage sowieso alles noch mal ein bisschen ernster. Und von daher ist es toll, wenn jemand so mit Humor, einem Augenzwinkern und ein bisschen Ironie mal so einen Spruch macht. Seit 6 Jahren arbeitet der Finsterwalder als Zugbegleiter bei der ODEC, sein Traumjob. Alles klar, danke. Bei einer Schicht steigt man Cottbus ein, einmal komplett durch, nach Wismar, Fischbrötchen essen und wieder zurück. Einmal Ostseeluft schnuppern. Und dann geht's auch wieder Richtung Heimat. 2020 wurde Sebastian Fröschke zum Eisenbahner mit Herz gekürt. Und auch in diesem Jahr ist er nominiert, weil er einer Reisenden das Geld fürs Ticket ausgelegt hat. Bei mir war eine Dame im Zug, die dann beim Bezahlen festgestellt hat, dass ihre Karte abgelaufen ist. Dann hat sie geantwortet, ich habe mich schon gewundert, warum die Bank mir eine neue Karte schickt. Beim Normalfall heißt es ja dann, ein erhöhtes Forderungsentgelt ausstellen. Das habe ich hier mal erspart, ja. Einmal am Tag eine gute Tat. Zurück am Lieblingsplatz. Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind im Landeanflug auf die Singer Nähmaschinenstadt Wittenberge. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten sehr, auszusteigen. Sebastian Fröschke steigt natürlich nicht aus. Nach kurzem Halt in Wittenberge macht sich der Zug auf den Rückweg. Pause in Berlin. Es ist 20 Uhr, kalt und windig. Die Arbeit ist nicht immer nur Eisenbahnromantik. Natürlich die tätlichen Angriffe gegen uns Zugbegleiter. Ich wurde auch schon angegriffen, schon 3, 4 Jahre her. Da hat mich ein Fahrgast die Treppe runtergetreten. Hier ist ein Glück nichts passiert, weil Fahrgäste sich eingemischt haben. Ansonsten wäre das wahrscheinlich ein bisschen übel ausgegangen. Umso mehr zelebriert er die schönen Seiten des Jobs. Kurz vor Cottbus der letzte Auftritt des Eisenbahn-Entertainers. Sehr geehrte Fahrgäste. Unsere Ariane-Rakete der Linie 2 ist im Landeanflug auf Cottbus International Bahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Sebastian Fröschke, die Bahn ist seine Bühne und der Job ist seine Show.